Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. In diesem Video werde ich die Modelklassen für mein Bookshelf-Projekt erstellen. Sie sehen, es ist die Klasse Book und die Klasse Publisher. Bevor ich aber mit der Entwicklung fortfahre, werde ich zunächst einen neuen Branch in Git erstellen. Ich bin der Meinung, es ist eine gute Angewohnheit, dass man grundsätzlich in separaten Branches entwickelt. Und erst wenn der Entwicklungsschritt abgeschlossen und getestet ist, dass wir zurück in den Master Branch merged, einfach damit ich im Master Branch immer eine lauffähige Version habe. Jetzt erstelle ich hier einen neuen Branch, nenne den mal Model. Als nächstes erstelle ich mir ein Package, wo ich meine Modelklassen drin haben werde. Ich nenne das CHBZZ Bookshelf Model. Und hier drin erstelle ich nun die erste Modelklasse, das Buch. Ich werde jeweils gefragt, ob ich das Ganze zu Git hinzufügen möchte. Ja, das will ich. Also wähle ich hier jeweils Add. Und nun erstelle ich meine ganzen Attribute. Zum Beispiel die UUID als Private String. Ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab. Sie sehen, Publisher wird natürlich noch nicht entdeckt, weil ich die Klasse noch nicht geschrieben habe. Entsprechend werde ich jetzt als nächstes meine Publisher-Klasse erstellen. Auch diese füge ich zu Git hinzu und auch hier die ganzen Attribute. Was mir jetzt noch fehlt, ist zum einen der JavaDoc-Kopf. Sie wissen, jede Klasse sollte eine kurze Angabe haben, was sie tut, wozu sie dient. Und die Getter-Setter, die ich mir aber sehr einfach generieren lassen kann. Und dasselbe jetzt noch beim Buch. Auch hier JavaDoc-Kopf und die Getter-Setter generieren lassen. Ja, damit habe ich die beiden Modelklassen erstellt. Im nächsten Video geht es dann darum, dass wir einen Service Controller erstellen. Bis dann, Ihr Qualin.